Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Gothic 3, wo gerade ein paar Warane uns angreifen. Na also, wir sind irgendwie auf dem Weg zur Ausgrabungsstelle bzw. zum alten Tempel hier in der Nähe von Morasul. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind, aber du, wir sind auf jeden Fall Gegner und das ist doch was Schönes. Insofern arbeiten wir uns hier mal vorsichtig einfach weiter, haben unseren Kollegen mit am Start, den guten Ork Narok, und hoffen mal, dass ihm nichts Schlimmes widerfährt, während wir uns hier durch diese Ruine vorarbeiten. Ich hoffe, das ist auf die richtige Seite, aber das sehen wir ja dann. Ne? Hier sind auch noch mehr alte Ruinendinger. Sagt, der kämpft auch so gar nicht, der Ork Narok, der ist einfach nur dabei. Hat irgendwie keinen Bock zu kämpfen. Da vorne sieht es mir sehr stark nach alten Tempel aus. Ich denke, wir sind hier richtig. Das passt. Ich hoffe, ich muss hier nicht noch mehr so Zeug sammeln wie letztes Mal. Also es war ja ganz nice, aber ich muss jetzt nicht noch mehr davon machen. Hier könnte jemand leben. Ich sehe hier nichts. Ist auf jeden Fall ein Ork-Hütchen, aber ich sehe keine Orks. Doch, da. Da ist einer. Hier ist niemand. Moin, bist du freundlich oder böse? Ist einfach nur ein Krieger, dann sind hier vorne gleich die Orks. Komm mal mit, Ork, Ragnarok. Hi. Ist hier jemand, dem ich den guten Ragnarok mal eben übergeben kann? Speer. Denk mal darüber nach, Bruder. Ork. Die Hand, die sie füttert. Die Faust, die sie schlägt. Ah ja, was auch immer du sagst, ne? Da ist der Dicke. Das ist bestimmt der Dicke. Der heißt auch der Dicke. Ich dreh durch. Das ist der Dicke. Alter, der ist doch auch wirklich ein bisschen dick, oder? Alter, scheiße. Verschwinde. Wir brauchen hier keine dreckigen Söldner. Ich bin kein Söldner, Mann. Sollte ich mal ein paar aufs Maul hauen oder was? Was ist deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ich beaufsichtige die Sklaven bei den Ausgrabungen. Was dagegen? Nein. Faesul will, dass die Geschäfte hier weiterlaufen. Faesul will, dass die Geschäfte weiterlaufen. Ach, will er das? Und warum sollten wir darauf eingehen? Na, ich hau dir sonst ein paar aufs Maul. Ich werde dir schmerzhafte Dinge antun, wenn die Geschäfte nicht weiterlaufen. Ich werde dir schmerzhafte Dinge antun, wenn du die Geschäfte nicht weiterlaufen lässt. Ja, das glaube ich dir. Aber das ist mir furzegal. Wir sind hier alle den Orks unterstellt. Ihr dreckigen Idioten aus Morasul habt hier gar nichts zu melden. Okay. Ich sollte dir ein paar aufs Maul hauen. Ich sollte dir mal ein paar aufs Maul hauen. Was hältst du davon? Versuch's, Dreckskerl. Dann zeig mal, was du drauf hast. Der Dicke, Alter. Er ist echt einfach nur der Dicke. Besiege den Dicken. Wunderbar. Hat auch sogar Stärke gegeben. Geil. So. Wachst du wieder auf, Dicker, oder nicht? Frag von Freund. Vielleicht hilft er mir jetzt, dass die Geschäfte weiterlaufen, weißt du? Wäre natürlich interessant. Na komm schon, Dicker. Steh auf. Der Dicke. Oh, geil, ey. Na komm, jetzt wach auf. Dodol habe ich dir doch jetzt auch nicht aufs Maul gehauen. Nächstes Mal mache ich dich fertig. Ist das so? Oh Mann, mach das bloß nicht nochmal. Tja, das hängt ganz von dir ab. Was ist jetzt? Laufen die Geschäfte für Faesul wieder oder was? Was ist jetzt? Laufen die Geschäfte für Faesul wieder oder was? Na schön, du hast gewonnen. Die Geschäfte laufen weiter. Alles klar. Danke dir, das war doch schön. So, möchtest du vielleicht auch noch hast den... Hast du nichts zu tun? Nein, ich habe hier einen Kollegen... Kümmer dich besser. Was willst du? Ich will, dass jemand diesen Sklaven aufnimmt. Aber hier ist keiner. Ist hier denn niemand, der den Sklaven haben will? Kommt schon, Leute. Ich habe hier einen frischen, heißen, neisen Sklaven für euch. Der hat richtig Bock, Mann. Der hat richtig Bock. Vielleicht ist es er da. Es sind nur Wachen. Krieger. Hier ist keine Sau. Heilwurzel. Schöne Schippe. Nehme ich mal mit, ne? Da ist keiner drin.
Irgendeiner von euch, den vielleicht noch so ein Sklave, Sklave. Sklave. Ich bin bestimmt an der falschen Stelle. Wollen wir wetten? Da oben. Er sieht wichtig aus. Er könnte vielleicht nicht nur eine Wache sein, sondern auch jemand, der einen guten Sklaven zu schätzen weiß, ne? Aber er sieht doch mehr nach einer normalen Wache aus. Naja, sind einfach nur Wachen. Mann, hier muss doch noch irgendwo so ein Oberorg rumchillen. Tja, gute Frage. Da ist keiner drinne. Da ist nur der Dicke. Hier ist auch keiner drinne. Sind hier in den Dingern noch irgendwelche Leute? Nee, ne, hier geht's schon weiter. Die ist ja aber ein bisschen doof jetzt, ne? Ist ein bisschen doof jetzt. Ich muss gucken, wo der hin muss. Also. Wie laufen die Geschäfte? Bringe Ordnung zum Tempel des alten Volkes. Sprich dort mit Fasim. Fasim. Ich guck mal kurz, wo Fasim ist, okay? Warte mal kurz. Ich google das mal eben. Gothic 3 und dann Fasim. Location, ich bin nicht der Einzige. Personensuche. Hier unten. Ihr seht hier richtig, der muss hier irgendwo sein. Doch, doch, ich bin richtig gegangen. Irgendwo hier ist Fasim. Vielleicht ist er da vorne bei dem Hütchen da. Gucken wir mal. Ist das? Kann man das sammeln? Zum Glück nicht. Fasim, wo bist du? Da sind ein paar Leute. Da könnte ein Fasim dabei sein. Warte mal. Mal gucken. Aber die sehen nicht aus wie Fasim. Speer. Speer. Krieger. Ich klau mir mal hier euer Ogerblatt, ja? Wenn euch das nicht stört. Dankeschön. Weitermachen. Guck mal, da sind noch mehr Hütten. Da ist der Fasim. Ich sag euch das. Da sehe ich doch noch mehr Siedlungen. Mehr Hütchen. Da wird auch ein Fasim sein. Alter, wie die Musik am Ballern ist, Mann. Ich hab nichts umgestellt, aber ich hab das Gefühl, heute ballert sie ein bisschen mehr. So, eben hier noch die zwei Pilze einsammeln. Wunderschön. Moin, Krieger. Krieger. Bist du Fasim? Krieger. Krieger. Noch ein Ogerblatt. Was haben wir denn hier? Felsnessel, bist noch dabei, ja? Sehr gut. Hat hier einer von euch Fasim gesehen? Frag für einen Freund, ne? Bestimmt in so einem Elendzelt. Da chillt er doch bestimmt seine Nuggets drin. Hier nicht. Da, das könnte er sein. Okay, da ist keiner drin. Schade. Weil das sieht doch perfekt aus wie das Zelt von Fasim, oder nicht? Elite-Krieger. Leute, wo ist denn Fasim? Komm schon. Der muss hier doch irgendwo sein. Sehen wir doch nichts. Erzähl mir doch nichts. Wo ist der Boy? Fasim, wo bist du? Zeig dich. Lass mich dich doch nicht suchen, Junge. Dämon. Sonnenkraut. Vielleicht vom Eingang des Tempels. Vielleicht chillt er da irgendwo rum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert? Ich dachte jetzt, das Game hängt sich auf, ne? Aber ne. Ich bin wahrscheinlich einfach nur zu nah an den Tempel rangegangen. Dass ich jetzt ein bisschen Kampfgedönse getriggert habe. Wo ist denn mein Kollege? Orkner, Ragnarok, bist du noch am Start oder hast du aufgegeben? Wo ist er denn? Ragnarok, Bruder, wo bist du? Sag mir nicht, dass er weg ist. Ragnarok, hallo. Wo ist er denn? Ist er jetzt verloren oder was? Na, offiziell ist er ja noch bei mir, also mit Glück. Ich sehe ihn nicht. Nicht, dass der irgendwo reingeglitscht ist oder so. Da ist bestimmt Fasim. Ich krieg die Tür nicht zu. Bin auf der Suche nach Yusuf. Ich bin auf der Suche nach Yusuf. Sieh an! Du willst wohl Punkte bei Gonzales machen, hm? Alles, was ich brauche, ist eine Information. Hast du die oder nicht?
Immer ruhig bleiben, Sohn der Ungeduld. Ja, ich weiß, was du brauchst. Und wenn du Yusuf findest, wirst du eine schöne Stange Gold bekommen. Da sind doch ein paar Münzen für Fasim drin, oder? Ja, komm, du kriegst die 100. Wehe dir, wenn deine Information nicht taugt. Ich kenne die ja eh schon, aber gib ihm ein bisschen Geld. Yusuf hat es vorgezogen, nicht bei den Ruinen zu bleiben. Er hat nichts mehr zu verlieren. Also hat er den Weg durch die Wüste gewählt. Und da er wenig Wasser hat, wird er nicht weit gekommen sein. Ich wette, er sucht irgendwo einen schattigen Platz im Nordosten. Alles klar. Du, ich habe hier noch den Ragnarok für dich, aber der hat sich irgendwie... Der ist irgendwie abhanden gekommen. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Wo ist der Typ denn jetzt? Da ist er ja wieder. Guck mal, da bist du ja wieder. Hab dich schon vermisst, Orknarok. Komm mit, ich hab dich gerade Ragnarok genannt. Das war auch nicht schlecht. Komm mal mit. Ja, komm mit hier. Das ist eine Treppe, da kannst du hochgehen. Ja, komm. Komm, mein Kleiner. Hier, 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 hier. Gleich gibt's Leckerli, lecker Bierchen. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm die Treppe hoch. So, guck mal hier. Fasim, ich hab hier noch was für dich. Komm, komm her, komm, komm her, komm, komm näher. Fasim freut sich. So. Was ist das? Warum bringst du dieses Unheil zum Tempel? Masi sagt, das geht klar mit dir und diesem Orknarok. Hat Beljar Schatten dich völlig verlassen? Nichts geht klar. Schaff ihn weg. Bring ihn zu Kalesh. Was hast du ein Problem mit Orknarok? Was hast du für ein Problem mit Orknarok? Der alte Messier hat mich gewarnt. Er sagte mir, was geschehen wird, wenn der Mann aus dem Norden kommt. Unheil wird er uns bringen. Wer ist denn dieser Messier? Wer ist dieser Messier? Ein alter Artefaktsucher. Er lebt hier in den Ruinen. Er spricht wahre und weise Worte. Und er hat mich gewarnt. Okay, tja. Lauf zurück. Wo muss ich den jetzt hinbringen? Okay, warte, wir gucken mal aufs Log. Bring ihn zu Kalesh. Ich muss eben kurz gucken, wo Kalesh ist. Bevor wir jetzt stundenlang rumsuchen, deswegen, okay? Ich google jetzt eben kurz, wo der ist. Sonst glaub mir, ich habe ja überhaupt gar keine Idee. Kalesh, Gothic 3. Wo ist Kalesh? Mal sehen. Kalesh ist der Ork-Boss. Er steht unten vor dem Tempel auf der gleichen Seite wie Fasim. Alles klar. Irgendwo hier unten vor dem Eingang des Tempels wird er wohl chillen. Wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Also hinab. Und dann steht er direkt vor dem Eingang. Da ist, glaube ich, nämlich der Ober-Ork, der sowieso in den Tempel rein will. Den hatte ich ja eh schon gesucht. Komm mal mit hier. Orknarok. Schön hier lang. Hier ist auch noch ein Weg, den kannst du auch gehen. Guck mal, da ist auch dein neuer Herr und Meister. Moin, Bruder. Hallo, Kalesh. Verdammt, das werde ich niemals schaffen. Was ist dein Problem? Ich komme bei der Suche nach den göttlichen Artefakten nicht weiter. Die Wüstenläufer fressen meine Sklaven. Der Tempel aus uraltem massivem Gestein. Ich kann ihn nicht einreißen. Aber um durch das Tor ins Innere zu gelangen, fehlen mir noch einige Schlüssel. Es ist zum Verzweifeln. Ich fürchte, ohne die restlichen 4 Schlüssel kommen wir nicht in den Tempel hinein. Okay, du hast Probleme mit Wüstenläufern? Du hast Probleme mit Wüstenläufern? Die Biester sind überall in den Ruinenfeldern zu finden. Am schlimmsten sind die Furchtlosen von ihnen. Diese Biester haben keine Scheu vor meinen Kriegern und greifen ständig mein Lager an. Ich muss wieder zurück ins Lager gehen und dort nach dem Rechten sehen. Okay. Du, ich werde mich um diese furchtlosen Wüstenläufer kümmern. Das ist gar kein Problem. Bin Wüstenläufer-Spezialist. Ich werde mich um die furchtlosen Wüstenläufer kümmern. Es wäre eine Wohltat, nicht mehr auf seinen Rücken Acht geben zu müssen. Aber pass auf, dass du sie nicht ins Lager lockst, klar? Du findest die Viecher im Osten vom Tempel in den Ruinenfeldern. Alles klar. Erzähl mir mehr über die restlichen Schlüssel des Tempels. 5 Schlüssel brauchen wir, um den Tempel zu öffnen. Einen habe ich schon in den Ruinen gefunden. Fehlen noch 4 weitere. Und ich brauche jemanden, der sich unter den Moras bewegen kann, ohne Aufsehen zu erregen. Du kannst dieser jemand sein. Worauf willst du hinaus? Die Moras stehlen meine Artefakte und bringen sie nach Morasul. Die Schlüssel werden auch dort sein. Ich will, dass du sie findest.
Okay. Warum gehst du nicht selbst nach Morasul? Die Stadt ist voller ehrloser Diebe. Gehe ich dorthin, werden sie mir meinen Schlüssel auch noch stehlen. Geil. Nein, ich bleibe hier beim Tempel und bewache den einen. Du bist ein Morra, einer von ihnen. Du wirst nach Morasul gehen. Bring mir die restlichen 4 Schlüssel zum Tempel. Schauen wir mal. Wegen Yusuf. Wer ist Yusuf? Ein Morra? Der Dieb, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Die ganze Stadt ist voller Diebe. Du willst Kopfgeld kassieren? Mach es oder lass es. Es interessiert mich nicht. Verstehe ich. Ich habe hier einen Sklaven für dich, den guten Orknarok. Einen Nordmar-Krieger bringst du mir? Nimm ihn weg, ich habe keine Verwendung für einen Ork-Söldner. Von mir aus geh mit ihm Wüstenläufer jagen. Hauptsache, er steht mir nicht im Weg herum. Okay. Meinst du, in diesem Tempel ist ein göttliches Artefakt zu finden? Da wette ich drauf. Wenn nicht in diesem Monument des alten Volkes, wo dann? Verstehe. So, Orknarok, ich glaube, du bist frei. Hast du gehört, wir sollen Wüstenläufer jagen? Naja, wenigstens besser, als hier die Spitzhacke zu schwingen. Ja, dann, Warte hier. Ich halte hier die Stellung. Ach komm, du kannst mitkommen. Komm mit. Alles klar. Komm, wir gehen zusammen Wüstenläufer jagen. Was soll's? Schauen wir uns mal um, was hier so abgeht. Wir gehen einfach mal ringsrum durch die Ruinen, die sich hier um dieses kleine Tempelchen erstrecken und bringen einfach alles um, was kreucht und fleucht, würde ich sagen. Ist doch das Beste, was man machen kann, oder nicht? Hier habe ich schon mal einen furchtlosen Wüstenläufer. Und nochmal rauf da. So, das war's mit dir. Mit dem ersten. Ich versuche mal mit Eis, ob das geiler geht. Okay, wenn das Eis denn treffen würde. Geht jetzt nicht unbedingt besser. Oh, Orknarok, steht doch nicht im Weg rum, Mann. Ding, also als Magier ist eher nervig, wenn du Leute dabei hast. Die gehen dir nur auf den Sack. Hältst du den in den Schach, Orknarok? Oh mein Gott, du hast das ja gar nicht drauf, Bruder. Ich dachte, du wärst mal so ein geiler Krieger gewesen. Was ist denn los mit dir? Ist ja fürchterlich, was du hier ablieferst. Das wäre erledigt. Ja. Wem haben wir das zu verdanken? Die jetzt nicht unbedingt, ne? Da ist noch einer. Ips. Direkt hinterher. So, das wäre erledigt. Ja. Womit denn? Okay, Heilung. Nehmen wir mal alles mit. Sind hier noch irgendwo in den Ruinen? Oh ja, da. Da brauchst du deine Zeit. Komm schon! Halt mal nicht weg. Komm her. Hier bin ich. Komm mit deinem Gesicht zu Papa. Okay, das waren schon alle. Dann können wir jetzt zum Ork zurück. Vielleicht ist dann der gute Orknarok gleich frei. Oder wird verspeist von den Orks, weil er nicht mehr benötigt wird. Kann natürlich auch sein. Kommst du mit Orknarok oder habe ich dich ganz verloren wieder? Ich glaube, Orknarok findet wieder den Weg nicht. Er wird schon wieder auftauchen. Orknarok, bist du hier noch irgendwo, Junge? Ey! Kollege! Wo ist er denn jetzt wieder hin, Mann? Oh, der leichte Wegfindungsprobleme, der gute Orknarok, aber mal schauen, vielleicht. Da ist er doch wieder. Ich will ihm gar keinen Vorwurf machen, das Gelände ist auch nicht so ganz einfach, ne? Also muss man einfach sagen, das ist auch schwieriges Gelände hier, ja? So, komm, Orknarok, komm schnell mit. Wir wollen eben schnell deine Freiheit noch erkaufen, ja? So viel Zeit muss jetzt eben noch sein. Moin, hallo. Guten Tag. Kommst du? Ja, er kommt. Er ist am Start, Leute. Er ist am Start. Gar kein Problem. Ja, Hahn, jetzt nicht. Ist der dicke Ork jetzt hin? Er ist weg. Na, geilo. Gut. Blöd. Dann machen wir jetzt hier einen Break. Meine Lieben, der Hahn ist am Kren und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle mal wieder so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.